Geht mir doch aus dem Weg! Nein, 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 nein! Nein! Nein, 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 nein! Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer Reise auf der verseuchten Insel in Night of the Dead. Und ja, wir sind schon wieder hier gelandet an der Ölraffinerie. Wie ihr seht, habe ich aber diesmal das Jetski hier in der Nähe geparkt und bin gar nicht erst so weit, bin direkt hierhin gefahren und nicht dahin. Und wie ihr seht, haben wir das Motorrad mit. So, dass wir es gar nicht so weit haben und dass wir schnell da sind. Ne? Da hatte ich nämlich keinen Nerv mehr dran, hier alles wieder abzulaufen. Nee, echt nicht. Außerdem habe ich mir noch Kohle organisiert. Aber wir haben keine Coins mehr, ne? Wir brauchen Wongs ohne Ende. Ja. Ging's nicht? Nee, hier ging's am Ende der Straße ging's rein, ne? So, jetzt suchen wir hier nochmal fleißig alles ab. Ich würde das Motorrad wohl hier am Tor parken. Also im Tor. Die Automaten habe ich schon geleert. So, eigentlich sollte hier ja keiner mehr rumgeistern. Da ist noch einer. Gleich so ein Flammenwerfer-Typ. Ich habe ein bisschen Munition für das Scharfschützengewehr und das Sturmgewehr. Ja. Treffen wir denn überhaupt? Ist die große Frage. Falsche Waffe? So. Wisst ihr, was ich auch gerade sehe? Nicht das, was ich brauche. So, der ist kaputt. Ein Polizeischild, na toll. So, nun haben wir hier ein bisschen Uffi räumt. Ein paar Peoples hängen da noch rum. Ein Motorrad, wie gesagt, lasse ich da. Ich suche jetzt hier einfach systematisch mal ein bisschen alles ab, ne? Weil da den einen Turm, da war es ja nicht, was wir gesucht haben. Das mit deinen Händen, Alter. Ah, der kann aber auch mit einer Hand sich noch ganz gut wehren. So, die Cola hält noch ein bisschen. Ja, die halten jetzt 6 anstatt einer Stunde, diese frischen Colas. Was ich persönlich nicht so schlecht finde. Also systematisch suchen wir jetzt hier was ab. Hier müsste es ja eigentlich schon sein. Diesmal kommen wir ein bisschen von hinten. Da ist der Kollege. Der hält ganz schön was aus, ne? Ja. Ja, ja, jetzt habe ich natürlich alles hier geweckt, was man wecken kann, ne? Und die habe ich auch alle fein nach dahin gelockt. Ah, da ist noch so einer. Ehrlich, ey, den kriegst du mit dem Schwert gar nicht vernünftig kaputt. Ja, die muss ich alle so platt machen, ne? Hä?
Da kommen noch mehr von diesen Mutierten, ey. Das ist doch ätzend. Au. Scheiße, ja. Ah, zumindest sind wir ein bisschen besser geschützt hier. Halt die Klappe. Kannst jetzt machen, was du willst hier, Junge. So, ich werde auch jeden LKW durchsuchen, jedes Dingen. Ja, irgendwo muss es ja dieses Silikon geben, ne? Jeden Hänger, jedes Fass, irgendwie, ja, ich weiß sonst auch nicht, wie wir drankommen sollen. Aber ich nehme auch gern das Öl mit, so ist es ja nicht, weil Benzin ist schon wichtig, ne? Was ich auch, wie gesagt, ganz dringend brauche, sind Wongs. Naja, Fresse. Aber nicht alle Fässer kann man, ne? Ja, komm mal her. So. Ja, hier müssen wir uns echt jetzt mal so ein bisschen der Herausforderung einfach stellen. Was bist du denn? Ach, du bist wieder so ein Fettsack hier, ne? Ja. Weiß, was wir hier noch machen können? Fällt mir gerade mal ein. Erstmal ein Snickers und ein Burger essen, ne? Weil wir kriegen ja sicherlich noch ein bisschen Erfahrungspunkte hier. Italienische Schrotflinte, ja, die nehme ich doch gerne. Das nehme ich auch mal mit und das auch. Ich habe mir diesmal auch Waffenreparatursets mitgenommen. Sag mal, komm her. Diesmal bin ich schnell, mein Freund. Stirb. So. Ja, diesmal habe ich mir ein bisschen mehr was mitgenommen, ne? Ach, guck mal hier. Eine Spulenkiste. Sehr geil. Ja, das lohnt doch. Das lohnt doch. Wir müssen auch mal mit den Spulen ein bisschen mehr arbeiten. Aber so ein kleines Zwischenfazit, was mich an dem Spiel ein bisschen nervt. Hallo. Was mich an dem Spiel so ein bisschen nervt, ist wirklich die Nächte, ne? Die Wellen, dass die wirklich jede Nacht sind. Weil gerade wenn man hier so weitere Quests hat, kann man die gar nicht vernünftig abschließen, finde ich. Das nervt ein bisschen, ne? Also ich suche jetzt hier einfach, ich habe auch irgendwie bei YouTube nichts gefunden mit dieser Raffinerie, wo das sein könnte. Irgendwie scheinen auch nicht viele dieses Spiel zu spielen. Also schon, aber nicht Let's Play-mäßig. Und wenn, dann ist es lange her und die Quest gab es da wahrscheinlich noch gar nicht. Na komm, wir gehen vorne zum LKW. Ja, da kommt noch einer. Ah, da kommen wohl noch ein paar mehr heute.
Ey, aber wir fangen hier von vorne an. Geht ja auch darum, den Zombies so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, ne? Weil da ist schon wieder so einer. Aber hier gibt es Wongs. Und das ist gut. Hau da ab da! Ah, die sind auch echt mies, ne? Weil die so scheiße stark und schnell sind. Ernsthaft. Da nebe. Au, jetzt lauf doch, blöde Kuh. Oh, oh, oh. Hier muss ich Medizin nehmen, ne? Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Ah, jetzt hat er mich entdeckt. Okay. Jetzt muss er doch die Knarre hier rausholen. Ja, hier ist noch ein bisschen mehr los, aber es nützt ja nichts, ne? Wir müssen ja irgendwie vorankommen. Was haben wir denn da? Wo haben wir das denn jetzt her? Verwüstung, einzigartig. Wo habe ich das denn jetzt gekriegt? Hä? Ja. Gute Frage. Aber ich will mir da nicht beschweren. Nee, ernsthaft. Es liegt mir fern, mich zu beschweren. Und wie sich das wieder reimt, du. Nein. Ah. Wie mir das wieder fern liegt, mich zu beschweren hier, ne? So, ist hier hinten noch irgendwas? In letzter Zeit poppen die Zombies manchmal auch erst recht spät auf. Obwohl ich die Sichtweite eigentlich ziemlich hoch habe. Guck mal, da kommen schon die nächsten von nebenan. Autsch. Brauch gleich einen Snickers. Er brüllt mich hier noch an? Keiner, ne? Okay, Snickers da. Oh, da muss ich auch bald wieder neue haben. Was haben wir denn hier für eine schöne Kiste? Ja, wir nehmen so gut wie alles Mögliche mit hier. Na, was ist das? Luftreiniger? Wo kommt denn da wer? Hier. Ach, du Scheiße. Schnell mach, dass du wegkommst. Drei nachladen. In der Luft, oh. Autsch. Naja, nichts abgekriegt. Ist gut. Ja, wie gesagt, das ist halt die Nächte, weil es halt schwierig ist, immer hier so weite Quests zu machen. Weil man dann hier steht und immer zusehen muss, dass man pünktlich wieder zu Hause ist. Warum ist das scheiße? Weil, ganz einfach, man hat nie richtig Zeit, sich mal um die Dings zu kümmern. Um die Horde-Base mal vernünftig zu machen, ne? Um sich mal vernünftig um die Horde-Base zu kümmern, ne? Weil wenn man jetzt hier den ganzen Tag rumhängt, man will ja nicht sofort wieder nach Hause immer. Ist das schon ziemlich lästig. Ja, muss ich tatsächlich so sagen. Ist es.
Ja, ich mache hier rund um das Ding. Siehst du ja hier, wie lange man suchen muss, bis man den Scheißteil dieser Quest gefunden hat, ne? Jetzt kommt der schon, das gibt's doch nicht. Mal kurz gucken, ob ich den nicht auch so schaffe. Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Geht auch. Geht auch. Die waren aber gerade noch nicht da, die Jungs. Ja, blute für mich, mein Freund. Blute. Aua. Dass der auch alles kann, ne? Also Forschungsberichte sammeln wir hier auch wieder gut, ne? Hier den LKW will ich auf jeden Fall auch noch haben. Aber das ist es auch nicht, ne? Das ist es tatsächlich auch noch nicht. Das nervt schon ein bisschen, ne? Aber da geht es ja noch weiter. Ja, nun, dann machen wir hier halt zwei Folgen, ne? Bis ich Silikon gefunden habe. Bis ich es gefunden habe. Aber es kommt einiges an Öl zusammen, ne? Was gar nicht so verkehrt ist. Guck mal, was haben wir denn jetzt schon? 24. Das sind 240 Einheiten Benzin, ne? Scheiße, da war ein Student. Für den sammle ich meine Munition lieber. So, aber der ist weg, ne? Ja, renn doch. Oh, jetzt aber weg. Huh. Jetzt muss ich gucken. Da war er gerade. Hier. Ach Mist, hau doch nicht ab. So ein richtiges Scharfschützengewehr wäre geil. Aber den habe ich. Den muss ich mir natürlich holen wegen der Diplomarbeiten. Das ist fein, das ist fein, das ist fein. Diplomarbeiten müssen sein. Yep, Baby. Eine Diplomarbeit, 6 Wong. Na, mehr, 15, 16 Wong. Oh, noch eine Spulenkiste. Yes, Baby. Allerdings sind Spulen echt Platzverschwendung. Uah. 4. Das ist der Scheiß mit der Knarre. Die lädt genauso scheiße nach wie die, wie das Schrotgewehr. Meine Fresse. Ja, ja. Halt auch die Gosche. Komm her jetzt hier, du feiges Huhn, du.
Mann, 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 Mann. Ja, richtig, richtig. Komm, bau ab den Scheiß. The armored vehicle boasts features that are quite distinct from a bike. Firstly, it can push zombies away with its. Ja, das brauchen wir auch noch. Das ist mir schon klar. Secondly, it has a spacious storage capacity and robust durability. Ja, das bauen wir auch noch mal irgendwann. The most notable feature is the ability to construct on top of the armored vehicle. Ah. If you install a long-range trap on top of it, it becomes a moving fortress. Sounds good, doesn't it? Hier vier. Ja, Eisenstiefel. Mehr Rüstung. So soll es sein. So wollen die dann haben. Naja, wir gucken uns hier jetzt einfach weiter um. Was soll ich denn machen? Ich weiß doch nicht, wo wir sonst hin müssen. Erstmal nehmen wir hier die Fässchen mit, ne? Ist ja klar. Noch mehr Öl. Wenn du Glück hast. Naja, jetzt kenne ich sie. As the zombies' attack power is steadily increasing, we need more robust equipment to match them. Das ist mir aufgefallen, dass die Kampfkraft von denen steigt. You'll see its effectiveness firsthand. However, this armor is heavy, so it might not be efficient during long marches. In such cases, consider other equipment. Für lange Marsche? Was ist jetzt mit ihr los? Au. Und jetzt? Wieso kriege ich denn keine Ausdauer dabei? Fall doch einfach mal um. Oh. Aha. Was ist das? War das in den Stiefeln drin oder was? War das in den Stiefeln? Was ist in den Stiefeln drin? Kühlung. Oh, die ist gut. Die ist nicht schlecht, die Kühlungsspule. Vom Allerfeinsten. Sondern hier, Zeitablauf. Was habe ich eigentlich vorhin für Bücher gekriegt? Robin Hood hatte ich schon. Verteidigung ist der beste Angriff. Erfahrener Bereitschaftspolizist, okay. Wenn man noch kein Silikon, verdammte Scheiße. Warum bleibst du denn stehen? Mitten in meinem Schlag. Ja, ja, ja. So, jetzt hast du es hinter dir, Junge. Na, ja, renn, renn, stirb. Kann ich jetzt hier vorne weiter gucken, ja? Ganz in Ruhe, ja? Guck mal, hier geht's auch noch rein. Na klasse, jetzt gibt's hier auch noch Alarm, ey. Das ist jetzt ja scheiße hier. Oh, fuck. Geht mir doch aus dem Weg. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 habe ich gesagt. Nein, jetzt hör sie doch mal los, die Frau. Oh Gott, ey. Wie scheiße ist das denn bitte? Was sollst du da noch machen, wenn du festhängst in der Scheiße? Ja, schießen vielleicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich nachher da wieder hinkomme. Leute, das wird eine lange Reise. Ja, das wird eine verdammt lange Reise. Ohne Motorrad, ohne Jetski, ohne alles. Ja, krasser Scheiß. Ich hätte mir noch ein Bett da bauen sollen, ich Idiot, ey. Ja, das ist jetzt mistig gelaufen, ne? Würde ich sagen. Ja, wie komme ich da jetzt hin? Zu Fuß? Für den Arsch.
Zeugs habe ich ja alles noch, ne? Habe ich ja nichts verloren. Aber mein Motorrad und so steht da. Ihr Lieben, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Runde. Und ich guck mal, dass ich da hinten hinkomme irgendwie. Ich würde mir wahrscheinlich mal eben schnell ein Bike und ein Jetski nochmal bauen. Muss mal eben gucken, was ich dafür... Aber ich würde hier dieses billige Motorrad nehmen, ne? Ja, oh, Reifen. Wie viel Reifen habe ich denn noch? Wo habe ich denn überhaupt Reifen? Hier drin? Ne, wenn dann da hinten in der Kiste, oder? 9 Reifen, ja, das könnte klappen. Guckt mal eben auf die Reifen. Ach so, hier. Zack, dafür ein Reifen. Da Jetski brauche ich keine Reifen, ne? Zahnräder, das ist außer Motoröl, ist alles machbar, ne? Motoröl brauche ich ganz dringend. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge habe ich das alles zusammengesucht, was wir brauchen. Ups, und jetzt stirbt er gleich hier. Alter, da hängst du dann voll. Was ist hier jetzt wieder los, ey? Kommt ihr denn jetzt alle weg? Ihr nervt. Echt jetzt mal. Ja, wie gesagt, dann machen wir alles in der nächsten Folge. Sehe ich zu, dass ich zum Motorrad komme. Und ja, dann hole ich euch dann dabei. Und heute ist mal ein bisschen früher Schluss. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal so weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.